ja nicht schaffen. Stell dir. Peace, Leute, dieser Video kommt ein bisschen verspätet, aber er kommt noch online. Am Montag. Hey, wieso freue ich mich eigentlich darüber? Das ist doch nur die Arbeit, die ich mache. Aber scheißegal, denn bald ist Winter und dann heißt es wieder schön in Decken einkuscheln, nicht wahr? Viele werden sich dabei wieder den Beziehungspartner schnappen und dann schön in die Decken hüpfen und sich einen schönen Abend machen. Außer ich, denn ich habe keine Freundin. Ja, ja, forever alone und so, ne? Falls ihr irgendeine zukünftige Freundin zuschauen wollte, ich liebe Kuscheln. Nicht schon wieder. Zudem gibt es noch viele geile Sachen im Winter. Denn so sieht es im Winter in den Dörfern, wo ich auch gerade in einem drinne wohne, extrem geil aus. Und Hobbyfotografen kriegen einen wirklichen Bildergasmus. Bildergasmus. Vor allem liebe ich diese Winterzeit, weil dort viele Schulen ausfallen und vor allem die Busse nicht kommen. Ich bin ja Buskind und dadurch, sobald der Bus 30 Minuten zu spät kommt, gehe ich nach Hause, weil die mir dann nichts machen können und ich dann nach Hause gehen darf. Denn der Sommer ist seit dem letzten Gesetz, wo es darum geht, dass man keine Hitze frei mehr bekommen darf, echt langweilig. Kein frei und so. Eins der wohl geilen Sachen im Winter ist ja wohl noch das geile Weihnachtsfest. Dort kriegst du Geschenke und brauchst nicht viel tun. Außer natürlich ein bisschen nach den Geschenken betteln. Aus unerklärlichen Gründen finde ich die Weihnachtszeit echt romantisch. Ja, Leute, ich bin ein Mann. Nur weil ich das romantisch finde, bin ich keine Frau. Spart euch eure Kommentare. Natürlich will ich im Winter jetzt nicht allzu positiv reden, denn es gibt auch ein paar Sachen, die mich so echt ankotzen am Winter. Da gehört zum Beispiel, dass ich mich immer fühle wie eine Winterrolle. Tausende Schichten von Klamotten und man sitzt da in der Mitte von 30 Lagen Klamotten und muss sich da durch die Gegend kämpfen, so im Bus rumkämpfen, dass man mal einen Platz bekommt. Jeder, der kein Buskind ist, hat da wirklich Pluspunkte. Und trotz der vielen Kleidung friere ich mir trotzdem noch den Arsch ab. Wieso? Da ich natürlich nach RTL der klassische 24-Stunden-Zocker bin, darf ich auch nicht ins Real Life. Ich besitze kein Immunsystem und würde innerhalb von 2 Sekunden erkranken. Es ist so, ey. Ich bekomme keine Luft. Ey, ich muss wieder rein. Ich hab's überlebt, aber ich mag dieses Real Life nicht. Nachdem der ganze Schnee aber weg ist, kommt das Grauen des Winters. Überall Schnee, Matsch, Schule, Döner. Ach man, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich liebe den Winter. So, liebe Zuschauer, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Kommentare zum Winter in die Kommentare. Das war irgendwie komisch. Aber da unten in die Kommentare. Gebt mir ein Like, wenn ihr es mögt. Was andere kennt ihr ja alles. Tschüss. Verschwommen. Verschwommen.